Dies ist meine Freunde. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zu einem neuen Review von mir. Gott verdammt nochmal. Muss jetzt so laut sein. Tut mir leid, aber ohne offenes Fenster halte ich es einfach nicht aus. Muss ich halt ein bisschen lauter reden. Ja, ich hoffe, das stört euch jetzt nicht so krass. God damn it. Geht doch. Ja, neues Tabak-Review für euch. Es geht um Freestyle Tobacco Sugarhill. Sugarhill. Zuckerhügel. Das klingt wie die Umschreibung für das weibliche. Für das weibliche Brustareal. Egal. So sieht die OVP aus. Fokus. Oh yeah. Freestyle Tobacco Sugarhill. Schöne OVP, muss ich echt sagen. Preis. Preis ist nicht vorhanden, ist umsonst. Nein, Spaß, kostet glaube ich 13,95 Euro. Nee, 13,95 nicht. Ich weiß nicht genau. 13 Euro. Ach, schreib's dann in die Videobeschreibung. Ihr werdet es dann sehen. 150 Gramm. Inhaltsstoffe. Präservative. Boah, da sind Kondome drin. Nein, Spaß. Wahrscheinlich sind keine Kondome drin. Hoffen wir das nicht. So, Schnitt. Oh, Schnitt seht ihr gar nicht, oder? Doch, da. Schnitt ist megamäßig fein. Und dunkel. Schön braun. Ich zeige es euch dann nochmal in einem Kopfbauvideo. Da seht ihr das alles ein bisschen besser. Zack, nochmal hier die OVP. Und Autofokus wieder rein. Jo. Sugarhill. Freestyle. Freestyler. Ja. Den Tabak habe ich bekommen von... vom lieben Marcel von Angeraucht. Liebe Grüße an dich, mein Bruder. Danke dafür, dass du mir den da gelassen hast, weil er den nicht schmeckt. Kann ich gar nicht nachvollziehen, warum der den nicht schmeckt. Ja. Mir schmeckt er nämlich auch nicht. Nein, Spaß. Schmeckt wirklich gut. Aber dazu kommen wir später. Mein Setup. Magic Fineline. Powerball AT. Und Lotus. KFN X660. Fertig. Weil viele immer fragen, wie baut ihr den, den Hotshot AT, die Powerball AT mit dem Lotus. Ich blende euch jetzt hier mal ein kleines Video ein, hier, dort, hier irgendwo. Da seht ihr das, wie ich das gebaut habe. Vielleicht hilft euch das ein bisschen. Ich hoffe es. Zwei Kohlen habe ich drin, zwei Kokocha Gelb aus der 3 Kilo Packung. Und ja, wir kommen mal zum Geruch. Er riecht mega lecker, auch wenn es eigentlich nicht so mein Fall ist, riecht er auf jeden Fall mega gut. Der riecht schön nach Orangenschale, riecht wirklich mega geil, super fruchtig und dann hat er so einen Karamellton. Viele wissen, ich hasse Karamell wie die Pest, das ist so ekelhaft, aber hier passt das wirklich so geil rein. Orange und Karamell passt wirklich sehr gut zusammen. Und eigentlich soll da noch eine cremige Note drin sein, aber irgendwie rieche ich da keine cremige Note raus. Für mich riecht das bloß nach Orangenschale mit Karamell. Riecht wirklich super lecker, schön frisch. Man könnte es fast als Sommer- und Wintertabak nehmen, würde ich fast sagen. Ist wirklich ein leckeres Ding, vom Geruch her. Ja, wir kommen zum Rauch und zum Geschmack. Heiß! Ja, Rauch habt ihr gesehen. Geht auf jeden Fall klar. Geht auf jeden Fall sehr klar. Der raucht echt wie Sau. Dabei ist er gar nicht so krass feucht. Das fände ich, also die Feuchtigkeit ist perfekt. Er ist alles schön eingezogen, keine überschüssige Molasse, das ist echt Wahnsinn. Und der raucht wirklich echt bombastisch. Megamäßig krass. Ja, und geschmacklich das Ganze. Und geschmacklich, boah, das ist so lecker, das ist wie im Geruch. Ihr habt diese
diese super leckere Orange, diese Orangenschalennote, die wirklich super frisch ist, also eine schöne frische Orange. Und dann habt ihr noch dieses Karamell, was hier wirklich echt gut reinpasst. Wie gesagt, ich hasse Karamell, aber hier passt es wirklich so geil rein. Diese Orange und die Karamellnote ist so lecker zusammen. Wirklich geil. Plus die Cremenote fehlt mir irgendwie ein bisschen. Aber das stört mich jetzt nicht so. Ich finde den so, wie er ist, eigentlich ganz geil. In der Cremenote weiß ich gar nicht, ob der mir dann schmecken würde, weil Creme ist nicht so mein Ding. Aber diese Orangen-Karamell-Mischung ist wirklich lecker. Ja. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ich wollte noch irgendwas sagen. God damn it, Chris. Don't be hating. Ich habe keine Ahnung, was ich noch sagen wollte. Dann lass es einfach sein. Wie gesagt, wer auf Orange Karamell steht und den etwas höheren Preis für 150 Gramm ausgeben will, sollte sich den auf jeden Fall mal holen. Ist wirklich ein super Flavor. Wie gesagt, Sommer- und Wintertabak meiner Meinung nach ist echt geil. Für den Sommertabak wäre vielleicht noch ein bisschen Minze mit drin. Das wäre wirklich genial dann. Wäre es wirklich ein richtig guter Sommertabak, aber so passt es auch. Ich finde ihn mega lecker. Ich werde ihn jetzt noch gemütlich zu Ende rauchen. Und wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin, bleibt da frisch, haut rein, euer Chris. Ich bin raus. Peace!